Eine erste Festnahme eines Drogendealers auf dem Fusion Festival hat es heute gegeben. Mehr Informationen dazu jetzt bei uns. NDR MV live. Und damit hallo und herzlich willkommen zu NDR MV live. Ja, laut Polizei soll der Mann mehrere Drogen dabei gehabt haben. Unter anderem die gefährliche Blue Punisher Ecstasy-Pille. Meine Kollegin Heike Becker war für uns vor Ort und hat sich umgehört. Heike, was ist denn bisher bekannt? Ja, hallo Lilly ins Studio. Also diese Frage würde ich jetzt gleich weitergeben an Diana Krüger. Das ist die Sprecherin der Polizeiinspektion Neubrandenburg. Diana, wie ist es denn gestern gelaufen? Wir wurden 16.30 Uhr vom Security-Team der Fusion informiert darüber, dass sie einen 29-jährigen Mann festgestellt haben, der diverse Betäubungsmittel mit sich geführt hat. Als wir dann aufs Fusion-Gelände gekommen sind, hat sich der Sachverhalt so bestätigt. Dabei handelt es sich um einen 29-jährigen Mann aus Berlin, ein Deutscher. Der hatte mehrere hundert Ecstasy-Tabletten, unter anderem 60 Tabletten des Blue Punishers. LSD-Trips, Amphetamine, alles in nicht geringer Menge, sowie mehr als 10.000 Euro Bargeld hatte er dabei. Wir haben den 29-Jährigen festgenommen, er wurde in Polizeigewahrsam genommen und am heutigen Tag erfolgten die Beschuldigtenvernehmungen sowie der Haftantrag beim Amtsgericht durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg. Wie ist das denn eigentlich? Aufgrund der Tatsache, dass die 13-Jährige verstorben ist an der Einnahme solcher Tabletten, habt ihr eure Kontrollen deswegen verstärkt oder ist es so wie immer? Unsere Polizeikontrollen, also insbesondere die Verkehrskontrollen, führen wir genauso durch, wie wir es vorher auch geplant haben. Wir kontrollieren die Fahrzeugführer, ob sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln oder auch Alkohol stehen und würden dann Maßnahmen durchführen. Dass das mit dem Blue Punisher jetzt so passiert ist, bestärkt uns nur in der Warnung vor jeglicher Einnahme von Betäubungsmitteln, insbesondere natürlich des Blue Punishers. Ja, nun sucht ihr aber den Zeugen, der das gemeldet hat. Das muss ja jemandem komisch vorgekommen sein auf dem Gelände, dass er die Security sozusagen informiert hat. Warum sucht ihr ihn? Wollt ihr ihm Blumen geben? Grundsätzlich sind wir sehr dankbar, dass der Zeuge sich bei uns gemeldet hat. Man kann nur mutmaßen, aber vielleicht hat er Menschenleben damit gerettet. Ansonsten ist das für die polizeiliche Arbeit immer wichtig, wer Erstmelder war, weil er kann die Informationen geben, die uns keiner geben kann. Wann hat er wie was gesehen? Und das ist für unsere polizeiliche Arbeit von wichtiger Bedeutung. Heike Becker, vielen Dank für die Information von vor Ort. Ja, wir fassen noch einmal zusammen. Ein 29-jähriger Mann wurde auf dem Fusion Festival festgenommen. Er soll mehrere Drogen dabei gehabt haben. Auch die Veranstalter des Fusion Festivals warnen noch einmal eindringlich vor der Einnahme dieser Blue Punisher Pillen und haben mit Eclipse eine Beratungsstelle vor Ort für alle zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zu dem Thema, die gibt es wie gewohnt auf ndr.de/mv und in unseren Social-Media-Kanälen, wo ihr natürlich wie gewohnt gerne mitdiskutieren könnt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald. Tschüss.